Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir haben da ein bisschen Besuch. Und das wäre jetzt hier Thrombosen Jonas. Dicke. Da hinten sind noch mehr. Oh. Eine dicke Armee hier. Ja. Was machen die denn? Oh. TomTom möchte. Warte mal. Tab. So, komm, machen wir so. Ja. Kann er mir auch dabei zusehen? Weißt du, was wir machen? Wir schippern ein kleines bisschen näher. Und die dann an. Was wird das denn jetzt? Ja. Sind wir eben ein bisschen mit dem Boot geflogen, geil. Oh. Kann ich mein Holz noch retten? Irgendwie? Also wegen dem Penner hier, wahrscheinlich. So. Aber gut, dass das Holz schwimmt. Holen wir den eben ganz schnell wieder an Bord. So, und ja, hier. Die scheinen auch alle gerade weg zu sein. Wenn wir das auch eben nutzen, diese Zeit, wo die weg sind. So. Wir haben hier ja noch Fleisch. Wieso kann ich jetzt mein Feuer nicht nutzen?
Ja, ich will gerne aber trotzdem mein Feuer nutzen. Oder muss ich wieder auf die Axt? Nö. Hat damit nichts zu tun. Ja, ich weiß, ich habe Durst. Und Hunger. Und ich würde gerne, wirklich gerne jetzt mein Feuer benutzen da. Ah, mein Bruder spielt jetzt auch The Forest. Warum kann ich mein Feuer jetzt nicht benutzen? Oh, muss ich so machen. Oder wir gehen mal auf das andere. Das andere Feuer von mir. Von uns. Oh, Karnickel. Ihr habt mir keine Angst ein. Ja, hier können wir das benutzen. So. Und wenn die Ureinwohner kommen. Dann wir mal mit Raid und Feuerzeug bewachen. Aber das Ding müssen wir fertig haben. Müssen wir fertig kriegen. So, Essen ist fertig. Und jetzt wird es langsam hell. Dann sind die wieder. Aber wenn die diesmal attackieren. Bleibt beim Hasen. Oh. Kleine Missgeburt. Entschuldigung für die Wortwahl, aber der hat mich jetzt richtig überrascht. Yeah. Schreib ruhig weiter. Yeah, bleib da. Ich komme gleich. Mein Leben muss eben noch ganz kurz aufladen, ja? So, der ist jetzt auch Geschichte. Boah, gehen die mir schon richtig auf den Sack. Aber ich merke schon, dass es immer krasser wird hier. Mit denen. Nur eine Frage der Zeit, bis die dann auch mit Thrombosen-Jonas und Muschi-Klaus hier vorbeikommen. Und wie die anderen Viecher dann noch mal alle hießen. So und so.
Keine Ahnung, wo ich denn das andere Holz hingetan habe, wo es verloren gegangen ist. Aber kann nicht sein, dass das jetzt alles ist, was ich da habe. So, ganz vorsichtig, ganz langsam wieder dahin. Um möglichst auf Überraschungen diesmal gefasst zu sein. Hier haben wir einen. Hier hatten wir auch noch irgendwo welche. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das ganze restliche Holz ist. Ich würde mal sagen, wir können schon mal zusammenzählen, wie viel wir hier haben. Hier haben wir 7, 14, 21. Einen müssen wir noch komplett voll machen. Ja, sagen wir mal. So, gehen wir wieder auf die Axt. 3 Bäume, würde ich sagen, brauchen wir. Boah, ich bin übelst nervös, gleich wieder auf welche zu stoßen. Können wir aber auch wieder wegmachen. Und nehmen den hier auch schon mal mit. Komm. So. Und den Baum. Ja, komm. So, das muss vollkommen reichen. Dann haben wir gleich komplette Fundament durch. Und dann müssen wir auch anfangen zu planen, wie wir weiterbauen. Denn wie gesagt, es ist ja nur das Fundament. Ist auch interessant, dass das Feuer da jetzt gar nicht mehr aufhört zu brennen. Aber benutzen kann ich den ja auch gar nicht mehr. Ja, okay. Feuer ist aufgebrochen. Ja, super. Wo war denn das Holz?
War da irgendwo einer? Habe ich gerade gehört. Ja, aber die Schildkröten kommen wieder. So, 29 Baumstämme haben wir jetzt. Fehlen nur noch 3 im Grunde. Und den Rest nehmen wir auch noch mit. Denn wir müssen ja auch noch, wenn wir das Fundament da fertig haben, uns auch irgendwie einen Aufstieg da hoch bauen. Weißt du was? Ich baue mir ganz schnell hier eben ein kleines Feuerchen. So. Oh, tut mir leid. Ich habe ja gesagt, ich bin erkältet. So, 2 von 2 Steine haben wir noch. So, dann machen wir eben ganz schnell was zu essen. Ja. So, und... dann holen wir sofort den Rest. Oh. Wie die Schildkröte da rumtuckert. Deswegen haben wir hier auch nichts mehr. Ist wahrscheinlich alles verschüttet. Aber immerhin Essen fertig. So, 1. So. Mehr Baumstämme haben wir hier jetzt nicht mehr rumliegen. Oh, Bambi. Und dann können wir auch endlich die Hütte da hinten fertig machen. So, das wird nämlich reichen müssen. Boah, ich freue mich, sobald das Ding da fertig ist. Ist ja jetzt schon relativ sehr weit. So, einen Moment. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder.
Boah, solche Spiele, wo man eigentlich bauen darf. So, wo man frei bauen darf, darf man mir eigentlich gar nicht geben. Ich bin ja immer nur solche riesen Dinger da am Bauen. Gerade deswegen fange ich auch gar nicht an, Minecraft Let's Play zu machen. Vor allem Minecraft ist auch so ein geiles Spiel, wo man einfach nur quatschen kann und so. Und alles Mögliche bauen. Aber ich werde das aus dem Grunde nicht anfangen zu Let's Playen, weil ich dann so riesige Megaprojekte bauen werde. Oder würde. Vielleicht irgendwann. Irgendwann können wir vielleicht mal ein Minecraft-Let's Play machen oder so. Oder einen Stream zusammen. Vielleicht mal spielen. Aber so extra ein Let's Play. Nee. Würde nicht gut gehen. So. Nein. So. Ist schon gleich fertig. Kommt dahin schon dem Ende nach. Nicht wieder runterfallen. So, nur noch 12 Baumstämme. 10. Letzte vier. Ja, endlich. Wir haben es fertig. Hier kommt man nicht mehr durch. Nice. Wirklich nice, dass wir das Ding jetzt endlich fertig haben. So. Kommen wir da hoch? Nö. Und hopp. Nein. Da. Und hops. Nö. Hoch kommen wir hier gar nicht. Aber dann würde ich sagen, komm. Ja. Kann man hier vielleicht irgendwie, warte, Baumenü, eine Treppe oder so machen. Freies Bauen, eigene Wand, eigener Boden, eigenes Dach, eigene Treppe. Nein. So. Könnte man, ne, nicht vielleicht hier, sondern vielleicht eher da vorne oder so. Hier kommt man gar nicht durch. Warte mal, es gab ja genau eine Lochsäge. Ah.
Dann würde ich sagen, am meisten Sinn wäre es, würde es machen, wenn man hier irgendwie Loch reinballert. Kommt hier. Ja. Genau. Und dann, dass wir die Treppe von hier oben denn genau. Dass die dann nee, nicht so. Oh, komm, wird gerade wieder schief. Komm, so. Funktioniert nicht anders. Aber 16 Baumstämme. Einen haben wir ja da vorne noch. Naja, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir das halt so machen. So. Und dann können wir hier so reinpaddeln. So. Ich hab Durst. Schon wieder. Aber kein sauberes Wasser hier. Aber da vorne habe ich doch eins mit Wasser. Ja, hier habe ich Wasser. So, noch 15 Baumstämme. So, hier hatten wir auch irgendwo ein Lagerfeuer, genau hier. Hab jetzt aber nichts zum Essen mit, ne? Ne, kein Fleisch mehr. Ja, dann ist ja gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und ciao.